Der Citan ist im Dauereinsatz in der Stadt unterwegs. Im engen Stadtverkehr bekommt der hintere Stoßfänger da schon die ein oder andere Macke ab. Sollen Sie den hinteren Stoßfänger des Citans austauschen, heben Sie das Fahrzeug zunächst auf eine bequeme Arbeitshöhe an. Die Schlussleuchten müssen Sie entfernen. Auf beiden Seiten werden die von jeweils 3 Schrauben gehalten. Sind die gelöst, trennen Sie beim Abnehmen noch die elektrische Steckverbindung. Es folgen 4 weitere Schrauben oberhalb des Stoßfängers. Und danach noch 2 im Bereich der Nebelschlussleuchten. Mit dem Fahrzeug weiter oben kommen Sie im Radkasten an die nächsten beiden Schrauben heran. Das gleiche machen Sie dann noch auf der Beifahrerseite. Hinter dem Stoßfänger ist eine weitere Schraube verborgen. Auch die gibt es auf beiden Seiten. Davor ziehen Sie aber noch den Stecker der Parktronic ab. Im letzten Arbeitsschritt entfernen Sie 2 Klipse. Gemeinsam mit einem Kollegen nehmen Sie den Stoßfänger dann ab. Der Rückbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.